Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Nein, noch nicht. Also ich will es auch nicht mehr erleben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es war kein Fußballspiel, es war mehr eine Schneeballschlacht. Aber ja, es ist so, wie es ist. Wir sind unglücklich, dass wir da verloren haben. Und ja, jetzt wollen wir gegen Regensburg eine Reaktion zeigen und wollen einen guten Abschluss und sind da schon hoch motiviert. Aber positiv würde ich sagen. Also jetzt, wenn man im Sommer bin ich echt gut aufgenommen worden und habe mich von der Minute 1, sag ich mal, richtig wohl gefühlt. Und ja, wir sind dann richtig gut gestartet, hatten vielleicht zwischendurch so ein bisschen ja, mit den Ergebnissen zu kämpfen, weil die Leistungen waren teilweise echt sehr gut und unglückliche Niederlagen dabei. Aber ja, jetzt auch dem Ende hin waren wir dann echt wieder ganz gut und persönlich ist dann auch ganz gut gelaufen für mich. Boah, keine Ahnung, also ja, man nimmt sich immer vor, dass man eigentlich als Offensivspieler oder eben als Mittelfeldspieler, dass man Tore erzielt, Tore vorbereitet. Es ist dann ganz gut gelaufen. Ich bin sehr gut eingesetzt worden von meinen Mitspielern und ja, daher habe ich dann das eine oder andere Tor erzielt. Wir verstehen uns sehr gut auch abseits des Platzes und ja, unternehmen immer wieder was. Und ja, das sieht man auch am Platz, aber ja, die ganze Mannschaft, das passt einfach. Auch der Patrick Weihrauch hat mir zum Beispiel das Tor gegen Kaiserslautern echt gut serviert, würde ich mal sagen. Und da sieht man einfach, es harmoniert und wir wollen da weitermachen und zeigen gegen Regensburg, dass wir das auch drauf haben. Ja, ich werde erstmal nach Hause kommen, war jetzt längere Zeit nicht bei meinen Eltern, bei meiner Familie und werde mal ein paar Tage abschalten und ja, Freunde und Familie treffen. Werde dann weiter nach Leogang Salzburg, so ein bisschen die Bergluft genießen und ja, Wellness und runterkommen mal. Und dann werde ich ja, um die Weihnachtszeit wieder zu Hause sein und dann werde ich noch kurz einen Trip nach London machen und werde mir da eben ein Spiel anschauen von meinem Verein, wo ich halt ausgeliehen bin und werde ein paar Tage da ja, noch verbringen und dann geht's schon wieder los und ja, dann fängt die Vorbereitung an. Also ich habe noch zwei Geschwister, wir teilen uns das immer ganz gut auf und ja, wir sind da eher die Last-Minute-Käufer, würde ich sagen, aber ja, dieses Jahr sieht es ganz gut aus, dass wir da nicht zu einem Stress kommen. Ja, also in der Liga würde ich sagen, ist fast mit jedem Verein auf Augenhöhe, weil ja, du kannst gegen jeden verlieren, genauso auch gewinnen. Und das hat man auch oft gesehen. Also wir haben gegen Teams zum Beispiel wie Kiel, die jetzt ganz vorne stehen, haben wir ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht und eigentlich sehr unglücklich verloren. Und daher sieht man, es ist jeder Gegner schwer zu bespielen, aber ja, wir sind gut in Form, wir wollen das mitnehmen von den letzten Spielen, jetzt abgesehen von der Schneeballschlacht in Sandhausen und freuen uns darauf. Ja, glücklich auch, würde ich sagen. Also es war ein sehr ausgeglichenes Spiel und ja, wir waren dann der glückliche Gewinner, weil Last-Minute-Treffer war das, glaube ich. Und ja, es war sehr wichtig für uns, weil wir da richtig gut in die Saison gestartet sind dadurch und das uns ja, Energie und Kraft gegeben hat. Aber ja, es ist jedes Spiel sehr knapp und daher wird dieses Spiel auch wahrscheinlich wieder eine knappe Geschichte.